Moisens, Servus, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Gothic. Heute gucken wir mal, was wir im Ork-Gebiet so unsicher machen können. Und wir haben schon unser erstes Ziel wieder im Visier. Die hier, die gingen uns bisher relativ auf den Nerven. Die Frage ist, kriegen wir alle hin? Ich glaube nicht. Das ist zu viel des Guten. Ja. Zu viel des Guten. Die können wir halt auch so schlecht einzeln andocken, ne? Die kommen, wenn dann alle, ne? Ja, die kommen alle. Und die hauen Krits raus wie Bananen, Alter. Der läuft, ey. Jetzt muss ich wieder aufpassen. Ein bisschen lauter, sorry. Ein bisschen Regulation. Jetzt auch wieder mit dem Zauber. Warum greifst du die Leiche an? Bist du irgendwie... Er hat einfach die Leiche angegriffen, ey. Hammer. Dieses Spiel, ey. Hallo. Geh. Geh mit Gott, aber geh. Ja, moin. Hey, die haben eine Ausdauer. Und was saufen. Alter, was ist denn mit euch? Uga-Chaka, Uga-Chaka, nix ist. Jetzt darf ich den ganzen Weg zurücklaufen, ey. Ja, moin. Ja, gut, wer nicht hören will, der muss fühlen, ne? Ja. Ey. Die hatten sich ja mal richtig auf mich abgesehen. Ich würde bis nach Timbuktu verfolgen. So, Salven. Einer ist noch da, ne? Stimmt, das waren insgesamt vier. Gut. Ab geht die Post. Ach ja. Sorry, dass jetzt Tage nix war. Ein oder zwei Tage. Ja, ich guck mal, wann ich das uploade. Es war Vatertag und ja, Vatertag. Da gönnt man sich halt. Deswegen kam ich nicht dazu, eine Folge aufzunehmen. So. Machen wir hier mal klar Schiff. Moorgebiet. So. Du da, du kriegst jetzt nochmal eine volle Packung. Bisschen mehr Zielwasser wäre schön. Sehr gut. Da hinten sind Beißer. Hannibal Lecter Viecher. Na, wartet ihr. Nicht ihr auf meinem Rasen. So scheiße easy, die Viecher. Na, komm her. What the fuck? Was ist mit denen falsch? Ja, komm. Das dauert mir viel zu lang hier wieder. Ja, sehr gut. Viel zu lang dauert das hier. Das Ork-Gebiet. Endlich mal wieder ein bisschen Herausforderung für uns. Die Orks sollte man immer noch nicht unterschätzen. Was haben wir da hinten? Das sieht mir doch nach stinknormalen Varanen oder so aus. Ach Gottchen, das sind sogar fünf, ne? Soll ich das schon ausprobieren? Ich weiß es nicht. Aber wir müssen da, glaube ich, hin, ne? Naja, erstmal ein bisschen so erkunden. Da ist wieder eine von den seltenen lila Flammendornen. Die habe ich am liebsten. Wo geht's hier lang? Bergmoos. Das sieht sehr willkommenserregend aus. Jetzt. Das wird stark bewacht. Muss nicht sein. Wir schlagen uns erstmal so unseren Weg durch. Was gibt's hier so?
noch was saufen oder nee, mal was fressen. Wir haben so lange nichts mehr gefressen. Ja, so muss das. Was haben wir hier? Einen Dürmschen. Grafikspiel wieder komplett verrückt. Und jetzt? Aha. Oh. Tolle Aussicht. Schade. Hätten ja auch 10.000 Erz sein können. Man weiß es nie. Das ist halt das Witzige dran. Wir hatten auch schon mal in der Truhe fast 10.000 Erz oder so. Oder waren das die Münzen? Naja, wir hatten 10.000 Münzen, die nichts wert sind. Boah, von hier aus kann ich den übelsten Sniper-Boy machen. Fuck. Ey, ja, Mann, so kann ich das machen. Ah, scheiße, die sind clever, die kommen hoch, ne? Ah, fuck. Die sind nicht auf den Kopf gefallen, die Typen. Ne. Na dann. Jetzt geht's los. Wenn die einzeln kommen, Beste. Er hat schon aufgegeben. Ich meine, warum steckt ihr eure Waffen wieder ein? Das ist doch taktisch mega unklug. Oh Gott, Feuer war ran. Alarm! Kriege ich drei hin? Ja, sollte ich. Ja, Mann. Ihr macht's mir ganz schön einfach, das wisst ihr, ne? Vielleicht doch nicht so die hellsten. Können wir schon Feuerwaran ans... bla bla aufspießen, Schaschlik machen? Ich habe Angst, sie haben hohen Feuerschaden. Ja doch, geht fit. Wow, 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 wow. Geht fit, wenn man sich nicht erwischen lässt. Alles klar. Oh Gott. Oh my God. Was ist das denn? Was seid ihr denn? Seid ihr Razor? Seid wohl die böseren Snapper, huh? Gucken wir mal. Wow, ihr könnt auf jeden Fall aushalten. Ja. Gleich nochmal. Gleich nochmal. Ganz toll. Ah ja, die haben ja... Die haben ja einen Knall. Mehr Krits, mehr Krits, sehr gut. Lauf und bleib verrücktes Leben! So, immer noch? Ja, das klingt gut. Beziehungsweise, jetzt kommen die doch mal her oder doch nicht? Oder wie oder was? Oder. Okay, sie kommen her. Mal gucken, wie drei sind. Ich glaube, die haben ähnliches Muster wie Snapper. Dann entscheidet euch mal. Nichts wie weg hier, nichts wie weg hier. Saufen! Saufen! Oh Gott! So. Ihr wollt es so haben, ne? Dann werdet ihr es auch so bekommen. Alter, ich will dich ja wirklich alles umbringen. Endlich mal normale Gebiete, ey. Wo es sich lohnt, auch mal zu sterben. Ja, wo wollt ihr denn hin? Nix ist. Sehr gut. So kann man euch richtig schön zerlegen. Krallen, sehr lecker. Ja, ist ganz schön groß das Gebiet hier. Oh Gott. Auch nicht wenige wieder. Saufen.
Oh Gott, ich hasse es, wenn man die nicht richtig andatschen kann, ne? Wie seid ihr denn? Schon gut, dass wir die schwere Söldnerrüstung haben. Oh, Verstärkung. Moin. So. Alter, dann gönnen wir uns erstmal die... Wie viele Lernpunkte haben wir noch? Ein Level up und dann gönnen wir uns schweren Zweihänder und dann... Beste. Dann werden wir hier alles wegbuttern. Dann werden wir in jeden Wolf reindippen. Wie sonst was. Das wird einfach genial. Ist jetzt wieder etwas actionlastig, die Folge, aber... Egal. Oh. Hallöchen. Ah, du bist ja sogar ein Speer oder so, nur Jäger. Toll. Easy going, easy. So. Schnief, schnief. Was haben wir denn hier so? Heilkräuter und Waage. Der Stein hat auch keinen Bock auf sein Leben. So. Das sollte nicht mehr allzu schwer sein. Alle der Reihe nach antanzen lassen. So geht das jetzt. So, dann kommt mal her hier. Was macht der denn da? Sehr schön. Jawohl, ja. Bisher keine nennenswerten Schwierigkeiten. Bis auf Feuerwarane, aber wie gesagt, von denen darf man sich nur nicht anfassen lassen. Die spucken Feuer und das ist ganz schlecht, denn... Guck mal hier, wo haben wir hier Schutz vor Feuer 35 und Feuer ist böse. Da haben wir deutlich im Gegensatz zur Magie, wo wir, glaube ich, gar keinen Schutz haben. Ja, Magie haben wir gar keinen Schutz. Also wenn jemand mit Zaubern auf uns ballert, dann RIP, RIP, Leute. Guck mal hier, Fackel, Bier, Dietrich, Anfängerkram. Naja, mal gucken. Ups. Was haben wir sonst noch hier? Da gucken wir später hin. Das ist eine gute Idee, weil wir sollen ja auch schließlich nach Xalas suchen. Irgendwas Interessantes hier? Nö, ne? Ah! Da kommen wir später noch hin, aber... Ich würde mal sagen, nicht jetzt, weil... ich kenne mich ja an dem Spiel aus. Ich weiß ja, was gut ist und... wann man was lassen sollte. Insofern... Ich suche nur kurz was. So. Deswegen, ja, gucken wir einfach mal. So. Nur kurz die Nase geschneuzt. Dann gucken wir einfach mal, dass wir zurückgehen. Ein paar Orks nochmal Klapse geben. Und ja, suchen nach Xalas, würde ich sagen. Der hat anscheinend ja Golems oder so, das haben ja die Bücher verraten. Oh, die haben mich noch nicht bemerkt. Finde ich super. Ah, ich muss mit meinem Trinken langsam aufpassen, ne? Jawohl. Warum habe ich nicht gespeichert, als ich was gesoffen habe? Vielleicht kann ich mal wieder einen Zauber raushauen. Ja, ein Zauber klingt gut. Wäre so ein Feuersturm drauf, dann habe ich noch einige, ne? Feuersturm, nee. Hier, Feuersturm. Richtig schön ballern. Oh.
sehr schön. Wow! Das ging gut. Die anderen haben nicht mal was mitbekommen. So, deine Waffe ist jetzt mein. Da waren noch zwei oder so, aber die kriegen wir hin. Die sind kein Problem. Komm her, komm her. Sehr gut. Rasiert. Oh, das sieht sehr verdächtig nach einem Xalas aus. Ja, moin. Und Razer, wer hätte es gedacht. Razer, Maus, Alienware. Schönes, sexy Ork-Gebiet. Ich liebe dich. Alter, Eckenball. Das war mal richtig hier, ey. Warum sind da vier auf einmal? Na toll. Ah, das waren doch nur drei. Ach nee, das sind wirklich vier. Ist ja bescheuert. Ich hau nochmal einen Zauber raus. Ich hab doch bestimmt noch hier einen Feuersturm, ne? Hier. Was? Du lebst noch? Achso, krieg noch Brandschaden im Nachhinein. Schön. Sporteffekt. Jurassic Park! Ah! Einen für dich. Tja, da wart ihr zu zögerlich hier. Sorry. Was sagen wir zum Gott des Todes? Heute nicht. Heute nicht. So, was haben wir noch hier zu snacken? Mondschatten. Haben wir noch nie gesnackt, glaube ich. Wahrscheinlich ist das nicht mal verzehrbar, aber... Hey, no fisk, no run, ne? Was ist das denn hier? Oh ne, ach, das sind nur Beißer, ne? Beißer are easy. Crit. Crit. Crit Cowabong. So, dich will ich auch noch. Was gibt's denn hier noch so? Tja, oh nee, ey, wie sind denn das? Das sind. Ja, das sieht nach Vieren aus, ne? Ja, moin. Nee, das sind Fünfe! Ich wusste es. Sag mal. Ja, weil die hier einen Tanz veranstalten, gewinne ich sogar. Glaube ich. Jetzt triff doch mal. Ist irgendwie scheiße? So. Sehr schön. Das war aber auch echt mein Glück, muss ich sagen. Weil die sich nicht entscheiden konnten, wo sie hinwollten. Nachtschatten. Lecker, lecker. Heilkräuter. 49. So. Me gusta very mucha. Ein kleiner Sumpf hier oder sowas. Was ist denn hier noch so? Heilkräuter. Heilkräuter, Heilkräuter, Heilkräuter. All diese nice Pflanzen. Keiner würde sie aufsammeln. Aber zum Glück bin ich ja hier. Okay. Scheint hier nicht zu sein. Oh, fetter Turm, ey. Gucken wir uns den mal so an.
Der ist heftig. Ob da also Xardas Dingens drin lebt? Aber wir müssen erstmal gucken, wie wir da hinkommen. Wow. Was bist du, ein Razor? Ein einzelner verlassener Razor. Hallo. Hier. Der hat wieder richtig Randale gemacht, ey. Das ist richtig krass, ja, ich muss echt aufpassen. So. Guten Abend. Halten aus, ey. Snapper sind im Vergleich zu den Eidechsen. Drecksviecher einfach. Schlimmer als hier der T-Rex. Naja, vielleicht nicht ganz so, aber. Aber können wir auch nicht beurteilen. Schließlich gibt es ja kein T-Rex in diesem Game. Da kommt Snapper schon am ehesten hin. Eichenblatt. Das ist mir auch neu. Was haben wir hier Feines? Was ist das? Ja, weiß unser Held auch nicht. Fell eines Schattenläufers. Nice. Damit kann man auch gut Geld machen. Danke, Merkel. Ey, manchmal liebe ich dieses Spiel, wie es mich manchmal peinigt. Aber wo wollten wir eigentlich hin? Stimmt, wir müssen noch einen Weg finden, wie wir zum Turm kommen. Aber trotzdem würde ich mich gerne noch ein bisschen hier umgucken. Sklavenbrot. Ah, hier liegt ja auch wieder Ramsch rum. Das glaubst du, wo hinten und vorne nicht. So, sehr gut, sehr gut. Wie geht's eigentlich dem Dingens? Ja, dem geht's gut. So. Da war der Varan, da ist das Ork-Gebiet quasi. Oder Ork-Ork-Gebiet. Die Brücke führt sicher zu deren Stadt, wenn man das so nennen darf. Anscheinend haben sie auch sowas hier. Nee, dann gucken wir nochmal auf der anderen Seite hier. Hier war doch bestimmt was. Da, genau, da hat doch ein Pfad hochgeführt. Was war das? Wow. Schönes Wetter wieder, wie immer. Oh, wie süß, Beißer. Jetzt habe ich richtig Angst. Gracias. Hier gibt es noch Kohle, auch wenn ich keine Kohle eigentlich brauche. Ich guck mal, wie viel Kohle ich eigentlich habe. Ah ja, man sieht es. 11.509. Da geht noch, da geht noch. Was haben wir hier? Boah. Irgendwie gibt es diese Höhlen öfters, als es gewöhnliche Höhlen oder Truhen mit Inhalten gibt. Habe ich so das Gefühl, ein bisschen. Entweder die Entwickler sind nicht fertig geworden, oder sie dachten, sie sind ganz besonders witzig. Jetzt hier, oh, das sieht doch ganz ordentlich aus da, ne? Ein Steingolem, sehr schön. Hier bin ich richtig, aber erstmal, bevor wir da hingehen, gucke ich mal, was es hier noch so gibt. Geht's denn hier entlang? Ah, das gehört zur Ruine da oben. Was haben wir hier noch? Oh, wow. Das gucken wir uns auch irgendwann mal an. Ich glaube, wir sollten jetzt erstmal nur ein bisschen uns hier umgucken. Und dann wissen wir, was es da so Feines gibt. Ja.
glaube, ich weiß auch wieder, wo wir jetzt sind. Da müsstest du da, genau, die Klippe, da wo diese Ork-Krieger hier waren. Genau. Hier, da ging's hoch. Ja gut, dann gehen wir zurück und kümmern uns um den Golem, ne? Ist eine Überlegung wert. Im Buch stand, das geht nur so mit Kriegshämmern und alle dem Fit. Deswegen gucken wir mal, wir haben ja noch einen an Kriegshänder, blabla, Kriegshänder, wenn man das so nennen darf. Hier, der hier, Kriegshammer. Kriegshänder, was ist denn los mit dir? Streitkolben, Morgenstern, sowas in der Art. Also Schwerter sollen komplett nutzlos sein. Ergibt ja auch Sinn, mit dem Hammer kannst du ja Steine kaputt haben. Mit dem Schwert machst du ja nur die Klinge kaputt. Na dann. Auf geht's. Alarm. Steinkolben. Ja, das macht einen Schaden. Ja, und wir sind schneller. In der Regel. Herz eines Steingolems nehmen wir mal mit, ne? Was haben wir noch so? Wo geht's denn hier lang? Achso, komm einfach rüber. Ja toll, ganz toll, bravo. Oh, da hat schon der Eisgolem. Haben wir noch einen Feuerzauber oder so? Feuerpfeil. Lassen wir das mal langsam angehen. Und wir brauchen Mana. Wir brauchen Mana. Das sieht nach Eisgolem aus, wie gesagt. Da bin ich auch mal gespannt. Den Steingolem hatten wir ja eigentlich schon mal besiegt. Das war vor der alten Festung mit Lester. So. Ja, das ist gut. Wow, nix da, nix Eiszauber. Bleib mir bloß weg. Und jetzt brauchen wir wieder Eis oder Blitz, ne? Wir haben Eisblock, ne? Ich hoffe mal, da wirkt Stück eines Eisgolems. Okay. Und das Herz eines Eisgolems. Weil Feuergolem müssen jetzt wieder das gegenteilige Element benutzen. Duh. Ja. Hallo. Nee, der hat uns gelähmt und in Flammen gesetzt. Vielleicht doch wieder was mit Blitz nehmen. Irgendwas mit Blitz. Haben wir irgendwas mit Blitz? Eisblock, Eiswelle. Irgendwas mit Blitz? Nix mit Blitz? Ich hoffe, wir müssen uns nichts holen oder so, ne? Ich habe doch Eis verwendet. Oder habe ich ihn nicht richtig getroffen? Oh oh. Wie sieht's aus mit so Schaden verteilen? Oh oh. Oh oh, oh oh, oh oh. Was mit einer Eiswelle? Ich meine, das ist richtig billo, das jetzt dafür zu verschwenden, aber was bleibt mir übrig? Ich will nicht wieder zurücklaufen. Ja gut, Eiswelle, ne? Flächenschaden. Tut mir leid. Ja, juckt ihn gar nicht. Wir lesen uns das nochmal kurz durch. Wir haben ja noch das Arcanum Golem oder wie das heißt. Das haben wir uns ja aufgehoben aus der Bibliothek. Hier, Band 2. Feuergolem. Berichten zufolge können diese Feuer ihre Opfer nur mit einer Berührung und einem Flammen erfahren. Sind auf einen solchen Bluthof und Ausgang durch solchen Blitze und Eis die Höllenkreatur gestoppt haben. Ja, Eis hat schon mal nicht funktioniert. Da müssen wahrscheinlich Blitze her. Ah, gut, wisst ihr was? Das lässt sich aber auch lösen. Wir haben ja Kronos, unseren Boy aus dem neuen Lager. Der kann uns sicher sexy Sachen verkaufen. Da müssen wir wieder zurücklatschen. Yay, hab ich richtig Bock drauf. Aber zwei Golems sind schon mal hinne. So, Kronos. Hüter des gammeligen Erzes. Wo bist du? Ja, kann schon sein. Man muss eben voller Verstärkung rumerziehen. Ich dachte, das wäre schon lange jetzt. Nee, nichts lange.
geklärt. So, Kronos. Gib Hallo. Spruch holen. Ich möchte. So, was haben wir denn hier? Kugelblitz. Das klingt doch mal sexuell. Her damit. Und wir könnten vielleicht mal wieder. Ach, momentan geht's ganz gut. Wir nehmen vielleicht auch die Blitze mit. Dafür kriegst du jetzt schöne Waffen. Ganz schöne, schöne, lecker, lecker Waffen. So, ja, fangen wir von hier an. Die ganzen Ork-Waffen, die können wir. Die ganzen Ork-Waffen, das sind Mistviecher. Das ist wirklich nicht mein Problem. Das passiert mir nicht noch ganz schön sein. Ja, die gehen auch gut. Nee, der nicht. Man weiß ja nie, ne? So. Das war nicht besonders schlau. So. Annehmen. Jetzt haben wir Kugelblitz, ne? Kann ich da mal vorbei? Nö. Nö. Jetzt schon. Und dann gehen wir nochmal kurz zu Lee. Und gönnen uns 2 Hände 2. Damit wir der richtige Barbo sind. Naja gut, also es kann schon sein. Der übelste Barbo und dann können wir einen Geschicklichkeit-Skill, damit wir uns unsere richtig heftige Armbrust anziehen können. Das wäre doch was. Hier, Lee. Hallo. Ehrenmann, hier, 200 Stufe 2. Ich möchte mehr über den zweihändigen Kampf lernen. Ändere zunächst deine Grundhaltung. Halte das Schwert aufrecht, fasse den Griff mit beiden Händen und halte es seitlich am Körper. Schlage schnell von oben und lass die Klinge über deine Schulter gleiten. Nun hast du die Möglichkeit, einen schnellen Schlag nach rechts zu machen. Damit bietest du dem Gegner keine Chance, an dich ranzukommen. Sonst schlage wieder von links oben nach vorne, um so den Gegner zurückzutreiben. Eine schnelle Körperdrehung verleiht deinem nächsten Schlag die nötige Wucht, um den Gegner zu Boden zu zwingen. Falls das nicht ausreichen sollte, dann nutze den übrigen Schwung, um die Klinge noch einmal tanzen zu lassen. Geh nach deinem Angriff in den Block und suche eine Lücke, damit du erneut zuschlagen kannst. Abwechslung in den Kampfbewegungen und Positionswechsel sind der Schlüssel zum Sieg. Alter, das klingt ja richtig badass. So, und jetzt gönnen wir uns mal hier Donnerschlag. Wie sieht denn das aus? Irgendwo, wo man sicher ist. Boah, Alter, übelste Hackaxt. Damit können wir jetzt mal richtig abgehen. Alles klar, aber ich würde sagen, die Folge ist jetzt auch schon wieder vorbei. Jetzt sind wir schon wieder hier gelandet. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Klatschen wir den letzten Golem weg und dann gucken wir mal, wo der Xalas sich befindet. Ne? Alles klar, wir sehen uns. Bis dahin. Tschüss.